Wir befinden uns in den östlichen Pestländern. Ich werde dienen. Und wir gucken jetzt mal, was wir hier eigentlich machen müssen. Was will denn Kultierer Todesweber eigentlich von uns? So, mehr kann der Kriegshäuptling nicht entbehren. Keine Sorge, ihr könnt euch hier nützlich machen. Wir sind gestorben, damit andere leben können. So, er ist übrigens ein Todesritter. Über die Todesritter habe ich euch, glaube ich, noch nicht so viel erzählt. Dunkelmeister Gendling vom Kult der Verdammten führt die Offensive der Geißel hin hier in Andoral an. Dunkelmeister Gendling ist übrigens jemand, den wir später in Scholomance nochmal treffen. Mein alter Widerpart Tassarian führt die Streitkräfte der Allianz an. Wenn wir Andoral für uns gewinnen wollen, müssen wir beide besiegen, doch wir werden schließlich sicherlich nicht beide gleichzeitig angreifen können. Ich kenne Tassarian gut genug, um zu wissen, dass er sich zuerst auf die Geißel konzentrieren wird. Wir werden dasselbe tun. Schaltet die schwächeren, ausgedörrten Geißeldiener aus, damit sie zahlenmäßig unterlegen sind. Die Allianz wird unsere Rache erst später zu spüren bekommen. Wir tun, was die Lebenden nicht vermitteln. Ja, das ist gar nicht so schlecht, die Idee. Erstmal gemeinsam Freund und Feind gemeinsam gegen den gemeinsamen Feind kämpfen, um sich dann gegenseitig kaputt zu hauen. Ja, wir haben einen Flugpunkt. Was ist? Oh, da ist wieder einer, der seine Seuchen ausprobieren will, wahrscheinlich. Ajay, der Beschwörer, verstärkt die Verteidigung der Geißel mit einfachen Skeletten. Eine Armee von Schwächlingen, die euch eher überrennen als übermannen wird. Er hat ein Animi in den nördlichen Türmen Andorhals versammelt, die diese Skelette in einer erschreckenden Geschwindigkeit hervorrufen können. Oh, der da hat übrigens einen Spektraltiger gehabt, gerade als Reittier. Das ist eins der seltensten Reittiere im Spiel, weil es irgendwann vor ganz vielen Jahren mal im Trading Card Game von WoW so ein Extra war, dass man diese, wenn man diese Karte hatte, konnte man eben einen Code im Spiel einlösen, hat dieses Mount bekommen. Und die wird schon lange nicht mehr hergestellt und war damals schon sehr, sehr selten. Und ja, jeder, der diesen Spektraltiger hat, da kann man von ausgehen, dass der jede Menge Geld ausgegeben hat. Ich kann ja mal ganz kurz einfach so aus Jux gucken, wie viel so ein Spektraltiger heute noch auf eBay kostet. Spectral Tiger. Wahnsinn, es ist wirklich immer noch so. Also, wer halt diesen Spektraltiger haben will, der Preis ist halt, hat sich halt nicht verändert tatsächlich. Zahlt halt immer noch zwischen 800 und 1000 Euro für dieses Teil. Ihr könnt einfach mal auf eBay Spectral Tiger oder Spektraltiger eingeben, dann werdet ihr sehen, was das für Preise sind. Wahnsinn. Es gibt, hier wäre zum Beispiel eine Karte für 2000 Euro. Und auch irgendwelche Booster-Packs mit Chance auf den Spektraltiger sind schon schweineteuer. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da immer noch so viele Angebote im Internet rumgeistern. Ist auf jeden Fall interessant. So. Weiter geht's im Spiel. Entschuldigung dafür, das musste ich jetzt kurz mal aus... mal ansehen, ob ich da recht hatte. Berenn als Übermann wird. Er hat Animi in den nördlichen Türmen Andorals versammelt, die diese Skelette in einer erschreckenden Geschwindigkeit hervorrufen können. Ich habe aber eine Lösung. So, Jarl reicht euch ein paar Granaten. Ihre Funktion ist einfach. Wenn diese Granaten auf einen Knochenanimus oder in unserem Fall einen Haufen Skelette geworfen werden, wird nicht mehr als Splitter von ihnen übrig bleiben. Geduld. Okay. Und dann haben wir hier noch einen... Ich hab nicht ewig. Lindsay Rabensohn. Ihr Narren, werdet die Geißel niemals besiegen, solange diese Monstrositäten herumlaufen. Koltira quasselt ständig davon, sie zahlenmäßig unterlegen zu machen, aber die beste Waffe der Geißel hier in Andoral findet man unter diesen herumtorkelnden Schlägern, die meine Todeswachen wie Puppen umherschleudern. Das hat jetzt ein Ende. Madenauge geht auf das Schlachtfeld und vernichtet diese Monster. Vertraut niemandem. So, dann gehen wir doch mal ein bisschen aufräumen. Och, die sterben ja schnell. Ach nee, hatten wir gerade Hilfe, deswegen. So, den Knochenanimus der Geißel. Die sind da hinten tatsächlich. Gehen wir da doch mal zuerst hin.
Ja, ich persönlich finde den Spektraltiger ja furchtbar hässlich, aber es gibt halt wirklich Leute, die wollen den dann einfach haben, um ihn zu haben, weil sie dann diejenigen sind, die ihn haben und geben dann eben diese 1000 Euro aus. Oder sie haben halt damals wirklich das Glück gehabt und hatten diese Karte bekommen, aber das halte ich halt für sehr unwahrscheinlich. Ich hatte mir das Trading Card Game damals auch mal angesehen, hatte mir so ein Starter Pack geholt, aber hab's dann nie wirklich gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es dafür noch aktuelle Karten gibt. Die Artworks waren sehr, sehr schön, tatsächlich. So. Ich hoffe... Ach so. Sind das die richtigen? Knochenanimus. Treffen uns gar nicht. Aufgeschlitztes Ungetüm. Oh weia. Bisher habe ich noch keinen Knochenanimus gesehen. Ihr etwa? Wow. So. Soll angeblich hier in dem Turm sein. Hm. Bisher nicht. Bisher nicht. Oh, hi. Da ist ein Ali. Also ein anderer Spieler. Nur die spawnen hier doch unendlich neu, oder? Nee. Tatsächlich nicht. Okay, haben wir die Quest abgeschlossen. Aber weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Du Blödmann! Ups, da hat's gerade geleckt. So lange sollte man Frostnova nicht casten müssen. Ausgedörrter Magus. So, wir haben Gegenzauber, das heißt, wir können Zauber jetzt unterbrechen. Was verlangt ihr vom Tod? Das ist ganz schön. Ich sollte mir das vor allen Dingen mal auf eine Taste packen, wo ich es auch gut erreiche. Oh, das ist schlecht. Ich würde sagen, wir hauen ab. Da will uns ein Spieler nämlich tot sehen. Und darauf habe ich gerade keinen Bock. Schade, dass Flimmern irgendwie... Flimmern? Blinzeln gerade nicht funktioniert. Boah, nervt das. Lass mich doch bitte in Ruhe. Hat er jetzt aufgegeben, weil ein Kumpel hier in der Nähe ist? Jawohl. Gut. Der andere Magier hat mich gerettet. Da war nämlich gerade ein ziemlich fieser Schurke, der mich tot sehen wollte. So, wir essen mal ein bisschen was. Beziehungsweise haben wir ja auch, glaube ich, noch Verbände, oder? Yep. Wobei die uns auch nicht so viel bringen, leider. Nach. So, was müssen wir denn jetzt eigentlich noch töten? Ein aufgeschlitztes... Boah, die Nerven, ey. Mit ihren blöden Haken da. Aufgeschlitztes Ungetüm. Ich muss mir irgendwann echt mal eine neue Webcam zulegen. Echt nicht schön, das Teil. Macht echt keine schönen Bilder. Und ich will doch immer schön aussehen. Hm. Wo rennt es denn hin? Na super. Oh, wir haben einen grünen Gegenstand. Bringt uns nur leider nichts.
9 von 15. Und noch so ein Ungetüm brauchen wir. Steht auf Entkommen. Na super. So, 6 haben wir und jetzt brauchen wir noch 5 ausgedörrte Geißeldiener. Der da zum Beispiel. Oh oh. Ich habe den Boss gerade rangeholt. Das war nicht meine Absicht. Bin mal weg. Das ist mir zu viel Schaden hier. Ja, Andorhal kann tricky sein. Ach, da ist wieder der Typ, der mich eben angegriffen hat. Ich habe keine Lust auf den. Ich will weg. Bin doch friedlich und so. Könnten den natürlich jetzt hacken. Aber wir sind ja eigentlich lieb. Wir sind voll die Pazifisten. Tief im Inneren. So, 12 von 15. Noch ein ausgedörrter. Boah, diese arkanen Geschosse machen echt nicht viel Schaden. Die arkane Explosion hingegen ist gut. 14 von 15. Und noch ein. Komm schon. Jawohl. Bitte. Och. Nee, tschüss. Ich hab keine Lust. Aua. Jetzt bin ich in den gegnerischen Captain gelaufen. In den Ali-Captain. Bin gestorben. Ich glaube, weiß gar nicht, wie oft bin ich eigentlich in diesem Let's Play schon gestorben. Zielt irgendwer die Tode mit? Das wäre irgendwie lustig. Ja, müssen jetzt erst zum Leichnam zurück, fürchte ich. Eieieiei. So viel dazu. Das dauert ein bisschen, bis wir da sind. Früher war halt die Friedhofdichte noch viel, viel, viel weniger. Also es gab halt irgendwie pro Gebiet nur 2 oder 3 Friedhöfe. Das heißt, es war halt eine richtige Bestrafung zu sterben und wieder zur Leiche rennen zu müssen. Und das war nicht cool. Das war dann eben das, was die Spielzeit enorm gestreckt hat damals. Und was dann auch dazu geführt hat, unter anderem, dass Spieler, die eben nicht so viel Zeit haben, kaum was geschafft haben, weil alles einfach Stunden gedauert hat. Durch total unnötige Laufwege und Rumgenerve im Prinzip. Und das sind dann irgendwie auch die Sachen, wo ich einfach nicht verstehe, wie Spieler das vermissen können. Weil das ist halt, hat halt nichts mit Skill oder sowas zu tun. Das ist halt einfach nur Zeitverschwendung. Und ich meine, was ist das für ein Achievement, sich dann hinzustellen und zu sagen, wow, ich habe maximal Zeit gehabt heute. Deswegen bin ich heute so weit gekommen. Wie weit der einen auch zurückzieht, das ist doch Wahnsinn. Boah, nee. So, wir sind zurück im Lager und jetzt gehen wir die Quest ab. Und ich hoffe, ich werde nicht mehr angegriffen. Raus mit der Sprache. Diese Granaten sind Sprengstoff, mehr nicht. Selbst als Mitglied der Königlichen Apothekervereinigung sehe ich ein, dass sich manche Probleme nicht dadurch lösen lassen, mehr solche nach ihnen zu werfen. Nun, da der Animus besiegt ist, ist der nächste logische Schritt der Auslöschung Arachs und der Erhalt einer Scherbe seines Phylacteriums. Ihr habt ihn wahrscheinlich schon am Brunnen in der Stadtmitte herumlummeln sehen. Nehmt meine Granaten mit. Sie werden Arai keinen Schaden zufügen, aber ihr könnt sie benutzen, wenn er auf die Idee kommt, Skelette zu beschwören und diese damit in die Luft jagen. Ihr wisst ja, wie das geht. Unsere Zeit wird kommen. Ja, der hat uns eben schon einmal angegriffen, der Arai. Und irgendwie... Diese Cam macht mich wahnsinnig.
Die macht mich einfach wahnsinnig. So. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr seid zwar nicht besonders schnell, aber wenigstens enttäuscht ihr mich nicht. Sehr schön. Sobald die Zeit reif ist, werde ich noch eine wichtigere Aufgabe für euch haben. Der Tod allein kann uns nicht aufhalten. Also, jetzt, da die Ungetüme aus dem Weg sind, ist uns der Sieg gegen die Geißel gewiss. Unsere Chancen gegen die Allianz sind momentan nicht ganz so günstig, aber das soll euch nicht kümmern. Jedenfalls noch nicht. Und noch eine Quest. Was ist euer Begehr? Scholomancer. Ach so, das ist, glaube ich, dann in... Nee, doch nicht. Scholomanz ist eine der letzten verbliebenen Bastionen der Geißel im Westen von Tondroril. Der Direktor von Scholomanz, ein Kultist namens Dunkelmeister Gandling, ist auf dem Schlachtfeld aufgetaucht. Das wird sein letzter Fehler sein. Ihr findet Gandling auf einem Platz in der Nähe des südlichen Stadtrands. Ich möchte, dass ihr mit Gandling kämpft und ihn schwächt. Ich werde euch unterstützen, damit er sein Ende findet. Wir sind gestorben. Damit andere Gandling ist stark, aber ihr seid unbesorgt. Ich werde mich dann euch anschließen, kurz nachdem ihr den Kampf mit ihm aufgenommen habt. Gandling hat seinen Leutnant, den Revigny, zur Unterstützung mitgebracht. Dieser trampelnde Rohling ist viel gefährlicher als jede andere Geißel und Monstrosität, die euch auf dem Schlachtfeld begegnen wird. Der Revigny befindet sich in einem Turm am südlichen Ende des Orts. Ich empfehle Umsicht, bevor ihr mit ihm kämpft. Er ist kein leichter der Gegner. Tod allein kann uns nicht aufhalten. Haben wir noch drei neue Quests. Wir müssen Leute töten. Drei Stücke unten der Zahl. Und ich hoffe, dass uns das gelingen wird. Ich bin nicht so ein Fan davon, hier jetzt wieder reinzurennen. Aber das müssen wir wohl. Sonst kommen wir ja gar nicht an die Leute ran. Ich will nicht zu diesen Monstrositäten. So, wie kriegen wir den eigentlich tot? Wir könnten mal ein bisschen Arkanschlag aufladen. So. So, und jetzt geht's los. Ach so, der ist zwar Elite, aber der hält gar nichts aus. Cool. Da haben wir sein Phylakterium gesammelt. Dann geht's auch schon weiter zum nächsten Gegner. Der Ravinier, da ist er. Angeblich nicht leicht zu besiegen. Werden wir ja gleich sehen. Von wegen nicht leicht zu besiegen. Wir machen aber auch echt viel Schaden. So, was müssen wir hier machen? Dunkelmeister Gandling. Der muss hier irgendwo sein. Der muss hier irgendwo rumgendlingen. Das ist er nicht. War ich hier hinter? Das ist eine Pflanze. Hier ist er auf jeden Fall schon mal nicht, oder? Ha. Huh. Komisch. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Vielleicht hat ihn ein Spieler getötet. Schade, ist der letzte auf unserer Liste. Ha. Huh. Ich muss noch mal lesen. Auf einem Platz in der Nähe des südlichen Stadtrands. Auf einem Platz. Ich sehe keinen Platz. Ist das hier der Platz? Nee, hier ist der Typ. Hm. Keine Ahnung, wo er ist. Dann müssen... Südlicher Stadtrand. Warte mal. Da hinten, oder? Yep. Da wurde er ein bisschen... Ach, das ist gar keine Blume, was mir da angezeigt wird. Das ist der Boss. Na gut. Na gut. Och nee.
Was soll das? Ach so. Okay, unser guter Tassarian hilft und der andere auch. Yay! Bam! Genug davon. Der Kult der Verdammten benötigt Andorl nicht. Der Kampf um diese unbedeutende Stadt obliegt euch. Kultira, ich hatte Gerüchte gehört, dass ihr hier in Lordaeron wart. Ihr habt richtig gehört. Ich wollte euch eine weitere Gelegenheit bieten, mich zu töten. Sieht aus, als würde es so kommen. Tja, vielleicht, aber nicht heute. Da die Geißel besiegt ist, plane ich, meine Truppen zurückzuziehen und sie neu zu formieren. Ich verstehe, dann werde ich es auch so halten. Aber ihr müsst euch über eins bewusst sein, Kultira. Wir sind nicht länger Brüder. Ihr seid jetzt ein Mitglied der Horde. Und ich gehöre der Allianz an. Schließlich werden wir in der Schlacht um Andorhal kämpfen und nur einer von uns beiden kann das Schlachtfeld als Sieger verlassen. Ja, ich weiß. Und glaubt ja nicht, dass ich sanft mit euch umgehen werde. Sehr gut. Ich freue mich darauf. Ja, gut. Kultira flüstert, ihr dürft mit niemandem über das Abkommen sprechen, welches heute getroffen wurde. Betrachtet dies als Befehl eures direkten Vorgesetzten. Okay, wir gehen zurück in die Stadt, geben die Quests ab und dann war's das mit der Folge heute. Oh, nee. Haha, er hat diesmal gefailt, weil eine Wand dazwischen war. Er konnte mich nicht wegziehen. Ätzender Typ. Jetzt weiß ich wieder, warum ich hier nicht so gerne queste. So, Quests abgeben. Ihr braucht nur zu fragen. Ausgezeichnete Arbeit, Madenauge. Jetzt, da der Anführer der Streitmächte der Geißel nicht länger in Andorra sein Unwesen treibt, müssen wir den richtigen Augenblick abwarten. Wir tun, was die Lebenden nicht vermögen. Oh, verlangsamen bekommen. Arai ist ein ausgezeichneter Gegner. Ihr solltet gut vorbereitet sein. Er ist tot, das ist gut. Die Königliche Apothekervereinigung hat ihren Part getan und ihr auch. Der Tod allein kann uns nicht aufhalten. Ausgezeichnet gemacht. Okay, nächste Quest. Die Verlassenen haben gesiegt und unsere Streitmächte sind immer noch stark. Gemäß unserer strategischen Kriegsführung müssten wir die Allianz jetzt angreifen, solange man sich dort noch vom Kampf erholt und nicht mit einem Angriff rechnet. Ich habe allerdings andere Pläne. Wir werden warten. Wir greifen Tassarian und seine Truppen an, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Sprecht in der Zwischenzeit mit Rhonda Molvar und nehmt einen Flug Richtung Bollwerk an der westlichen Grenze der Pestländer. Hochexekutor Darrington wird euch mit eurer nächsten Aufgabe vertraut machen. Von mir werdet ihr hören, sobald ihr in Andorhal gebraucht werdet. Okay. Wir tun, was die Lebenden nicht vermögen. Das war's hier. Wir fliegen zurück zum Bollwerk. Ich bin ganz ohr. Man fragt sich ja, ob er nicht angreift, weil er seinen Bruder nicht töten will. Oder was er sich da so gedacht hat. Ja, und während wir so zurück zum Bollwerk fliegen, beende ich mal die Folge an der Stelle und wir sehen uns dann. Das dürfte jetzt Folge 40 gewesen sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich überlege mir bis dahin mal, was wir Schönes machen. Aber ich denke mal, wir questen einfach noch ein bisschen weiter hier in den westlichen Pestländern und vielleicht machen wir auch noch ein, zwei Inis. Mal schauen. Bis dahin.